Google hat soeben das iPhone 16 vorgestellt, verbreitet diese Info. Das normale iPhone 16. Die normalen iPhone 16 Modelle bekommen ein richtig schönes Design mit einer neuen Kameraanordnung und wunderschönen Farben. Außerdem wurde die Kamera nochmal deutlich verbessert und erhält jetzt eine neue Kamerataste. Mit dieser neuen Kamerataste kann man jetzt ganz schnell Fotos und Videos aufnehmen und dank der Touchsteuerung reinzoomen und verschiedene Kameramodi auswählen. Außerdem wird das normale iPhone 16 jetzt auch den Action-Button erhalten, aber das Display bleibt trotzdem bei lächerlichen 60 Hz. Das iPhone 16 Pro. Die iPhone 16 Pro Modelle sind die größten iPhones aller Zeiten. Das iPhone 16 Pro wächst von 6,1 auf 6,3 Zoll und das 16 Pro Max von 6,7 auf fast 7 Zoll. Das ist wirklich riesig im Vergleich zu den Display-Rändern. Denn die Display-Ränder sind jetzt extrem dünn und sehen richtig schön aus. Auch soll die Batterielaufzeit die stärkste in einem iPhone sein. Der neue A18 Chip ist ein echtes KI-Monster und natürlich bekommen wir auch hier die neue Kamerataste, mit dem man verschiedene Modis ganz einfach auswählen kann. Aber das Highlight ist definitiv die Kamera. Denn hier bekommen wir drei neue Kameras mit einer unglaublichen Foto- und Videoqualität. Das hier sind die Preise der neuen iPhones. Werdet ihr euch eins kaufen?